Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Das ist der zweite Teil am Sonntag. Ah, neues Lager, neues Glück. Ich hatte fast das Gefühl, ich hätte das Gefauche eines Pumas gehört hier. Aber vielleicht habe ich mir das natürlich mal wieder nur eingebildet. Wir reiten mal in die Richtung, wo der schon mal auftaucht. Da hier ist nichts. Also da gibt es ja sogar einen legendären deswegen. Ja. Und jetzt schauen wir aber hier. Auch manchmal ein. Wir brauchen ja das Fell. Also drei Felle von tödlichen Raubtieren. Deswegen checken wir jetzt mal hier ein bisschen die Gegend. Fertig. Ja, schade, so ein Puma wäre es gewesen, ne? Wir können nicht immer gewinnen. Also, wir müssen unseren Kompagnon jetzt sowieso erstmal arbeiten lassen, sonst können wir die 20 Tiere gar nicht spenden. Deswegen checken wir mal eben die üblich verdächtigen Stellen. Reisen dann nachher nach Rhodes. Zu Madame. Ah. Die Hornisbär nehme ich auch noch mit. Und dann machen wir gleich mal einen Abflug. Nach Rhodes. Ja, ignorieren wir auch. Ah, hier ist auch noch was zum Einsammeln. Das nehmen wir natürlich mit. Dann geht's jetzt hier hinten raus. Auch da gibt es schon mal einen Puma. Da ist er. Der macht's nicht mehr lange. Oh, ich dachte, der ist... Oh! Haha! Ich dachte, der wäre schon so angeflickt. Wir brauchen nur das Fell. Und dann machen wir mal das Lagerstart klar. Auf geht's. Was vibriert hier? Hört ihr das? Da ist ein Pflänzchen. Da ist es. Ja, das nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Kann ich jetzt überhaupt... Ja, ich dachte, ich könnte jetzt gar kein Lager aufschlagen an selbiger Stelle.
Auf nach Rhodes. $7, das ist ja eine Frechheit. Das ist echt frech. Da wird ihm auch schon zu warm. Sehr gut. Dann können wir das tarnen. Tonikum auch noch nehmen. Das war natürlich falsch. Sehe ich als Tonikum. Wieso hat das nicht gewirkt? Ja, der war doch gerade zu warm. Oh, super, bis jetzt die Wirkung abgeklungen ist, das dauert ja ewig. Hätte ich noch ein bisschen warten sollen. So, erstmal zu Madame. Ja, das hat ja super geklappt, nämlich gar nicht. So. Ich wollte was anderes nachschauen. Also, Sammler. Gegenstände mit dem Spaten. Das Beste wäre, ich finde jetzt aber noch sowas. Zufällig quasi. Würde ich nämlich einfachere Karten aufziehen. Wie zum Beispiel Tarotkarten oder so. Wir reisen erstmal da unten hin. Wo der Panther manchmal auftaucht. Aber dass ihm gerade noch zu warm war und jetzt nicht mehr. Das war ja schon ärgerlich wieder. Ist hier gar nichts so zum Ausbuddeln? So, Knarre raus. Jetzt so ein Panther. Dann nehmen wir erstmal die Pfifferlinge hier. Wo wir schon mal hier sind. Ja, kein Panther zu sehen, ne? Schade, schade. Das wäre super, ne? Ein Panther. Oh, da ist noch ein Taschentierchen da. Sag mal. So. Ah, die Knarre hört sich auch mächtig schlecht an. Ah, das mit dem Zähigkeitstonikum, das nervt ja jetzt. Das hätte so schön klappen können. Gut. Hätte, hätte, Fahrradkette. Dann ist die Knarre schon wieder startklar. Dann gucken wir mal, ob wir einen kleinen Alligator finden. Da hinten sind Vogeleier. Dann haben wir ja auch gleich genug zu verkaufen. Ja gut, der Sonntag ist ja gefühlt noch lang. Da geht noch was. So. Nur große Alligatoren, ne? Kleine werden mir lieber, das kann ich mir sagen. Da sitzen sie doch. Man muss sie auch treffen. Sonst wird es nämlich nichts.
Das ist einfacher, wenn wir da nur die Haut mitnehmen müssen. Dann brauchen wir nicht den ganzen Alligator, ne? Große Rolle mitnehmen. Zumal, wo die jetzt perfekt ist. Oh, 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 kommt der auf uns zu? Nein. Gut. Doch, der kommt auf uns zu. Schau ich das an? Das gesehen? Der hier, der hat Bock. Aber da habe ich keinen Bock drauf. So, wo wir gerade hier sind, das machen wir natürlich auch. Mal wenigstens den Alligatorzahn. Dann jetzt zur Madame. Eben drei Sachen verkaufen. Something here to pique your curiosity. So, das kann mal weg. Let's see the fruits of your labor. Da kann eine weg. Not a bad find. All right, but it's worth selling these as a set, you know. Another. All right. Dass wir nicht von irgendwas zu viel haben. But the whole set is worth your while. Irgendwas nicht mitnehmen können. Da wir ja nachher noch ein paar Karten öffnen müssen. I pay more for the whole set, you know. That. But the whole set is worth your while. Very well. I pay more for the whole set, you know. Ah, yes. It is worth seeking this out. Mann, Mann, Mann. But it's worth selling these as a set, you know. That. But the whole set is worth your while. Charming but commonplace. All right. But it's worth selling these as a set, you know. Very well. I pay more for the whole set, you know. Und da sieht man bei der Knete, Kleinvieh macht auch Mist, well, ne? Well, the tea leaves told me it would be a good day. Quite mundane, but I will take it. Charming but commonplace. That. But the whole set. Jede Menge Zeug. Was haben wir hier? Das Whisky kann auch weg. Mundane, but I will take it. Ah, da können wir was draus machen. Dann kaufen wir mal eine Karte nach. Was war das überhaupt? Tarotkarten. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. Und die öffnen wir jetzt auch. Ja, das sieht doch gut aus. Aha. Dann arbeiten wir die nämlich schon mal ab. Was auf die Uhr? 15 Minuten. I do not trust you.
Dann schauen wir mal, was wir als nächstes nehmen. Dass wir keinen Panther gefunden haben. Ah gut, kann er noch kommen, da hinten in der Ecke, naja. Tarotkarte liegen. Ah, vermutlich im Saloon bzw. Hotel. Hier oben oder unten? Dann nehmen wir schon mal einen Schmuck mit, ne? Soll ich den Schmuck mitnehmen, nicht die Bude da öffnen? So. Ich glaube, das liegt oben. Ja, hier knistert es doch schon mehr. Da liegt sie. Ja, das ging bestimmt auf die Knie. Gespannt, wo die hier liegt. Ah, ich glaube, das ist hier. Da war da was. Da. Nee, da habe ich noch nie eine eingesammelt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da oben schon mal, also hier. Die Treppe rauf und so. So, nächste. Hier. Da bin ich mal gespannt. Also das war sehr unklug angeritten hier, aber... Ah, ist ja nochmal gut gegangen. Gespannt, wo das hier ist. Ah, das ist auf der anderen Seite. Okay. Sitzen, reiten. Seidenreiher. So. Was ist das denn? Ach, da. Es ist nämlich doch nicht auf der anderen Seite. Schön durchs Brackwasser. Schöne Sache. Bah, pfui. Das ist nicht schön. Ja, noch besser. Wie weg hier. Oh, hier ist es ja echt nicht schön, oder? Oh, hab das gehört. Da hinten ist er. Ein legendärer Panther. Da Antonikum reinpfeifen. Ich hoffe, wir können ihn fotografieren. Und können einen anderen Panther jagen. Aber den, sage ich euch ehrlich, hole ich mir nicht. Da habe ich keine Lust zu. Einfach immer drauf.
Ah, wir haben ihn nicht erwischt. Also wir sind hier am Foto. Das ist der Falsche. Und jetzt werden wir gefressen. Da hinten ist er. Da. Aber ich habe ihn nicht drauf. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Und er mich auch. Aber das ist egal. Boah, kommt noch einer. Wir haben ihn fotografiert und mehr ging es mir nicht. Und der Rest ist mir ehrlich gesagt egal. So, der kann ruhig abhauen. Das macht mir gar nichts. Verfolgen die den armen Kerl da hinten? Jo. Das ist aber wurscht. Da ist doch noch einer. Was ist der denn hier? So. Nein, nicht aufsteigen. Na gut, dann hat ja wenigstens das noch geklappt. Gucken wir mal eben hier, Naturkundler. Das mit dem Zähigkeitstonika oder jetzt nur noch ein Tonikum. Na gut, das klappt vielleicht noch gegen Ende der Folge. Irgendwo kann man ja nachgucken, wann die Wirkung nachlässt. Oh, da hinten ist er. Da ist er. So, zwei damit verpflastern geht. Und dann sollte man, glaube ich, aufhören. Weil dann ist irgendwann das Fell kaputt. Aber er wird schon langsamer. Zumindest bilde ich mir das ein. So, nochmal ordentlich drüber reiten. Oh, er sieht auch schon schlecht aus. So. Da! Legendäre Pantherfell ruiniert. Ja. Also war das keine gute Idee. Da, die durch Feuer oder Sprengstoff oder giftigen... Aha. Eben den Schaden davon getragen. Gut. Hat sich das auch erledigt. Das war nicht beabsichtigt, mich da so zu rächen. Gar nichts mehr zum Ausbuddeln, das gibt's doch nicht. Aha. Super, nehmen wir das auch noch mit und dann geht's erstmal zurück ins Lager. Das abgeben, was wir am Pferd haben. Ich denke, jetzt ist auch wieder genug Platz. 25 Minuten vergangen.
Wir sind doch schon wieder umgezogen. Jetzt sind wir hier. Vorher waren wir da. Gut. Auch das ist dann so. Supplies are looking healthy right now. I'll take whatever I can get. Anything's better than nothing. So, den Kadaver oder die Haut eines tödlichen Raubtiers gespendet. Au, erledigt. So. Jetzt will er nicht. Jetzt ist er beleidigt. Dann schauen wir mal. Also. Was mit dem Panther hat auch geklappt. Oh, wilde Möhre. Was wächst da denn? Ich hab da echt keinen Bock auf die Straßensperre. Also wirklich nicht. Ich hätte Bock auf Möhren, ja. Pflänzchen sammeln ist auch wichtig. Nee, Straßensperre sparen wir uns. Gibt's doch nicht, auch keine Möhren. Wachsen auch sonst wirklich an jeder Ecke. Das ist doch nicht normal. So, was wächst da? So unglaublich. Ach man, das gibt's doch ja nicht. So, wie viele Herausforderungen brauchen wir denn noch? Eine! Tja, das mit dem Zähigkeitsdonikum, das hat ja nicht so gut geklappt. Landkarte für Sammlerstücke benutzt. Hat auch nicht geklappt. Ja, das ist ja ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. So, jetzt gucken wir aber mal eben hier, ob wir irgendwo Möhren finden. Hier wächst doch jede Menge Zeug. Denn, was sagt die Uhr? Ja, also wir suchen jetzt die Möhren. Dann haben wir wieder genug Platz. Und dann können wir genug Kadaver abgeben, denke ich. Dann ist da wieder genug Platz. Und dann habe ich, glaube ich, auch mal genug Johannisbeeren hier. Nicht. Möhren wachsen doch wirklich sonst an jeder Ecke. So, was haben wir hier? Schlechten Dachs, das ist gut. Denn wir wollen ja nachher viele Tierkadaver auf einmal abgeben.
In 10 Minuten und dann wäre es clever, wenn die gar nicht so gut sind. Sonst können wir nachher gar nichts mehr spenden. Ja, komm, die machen wir auch mal im Clean hier. Aber keine Möhren, das ist ja unglaublich. Ah, okay, das war noch die falsche Munition. Das brauchen wir auch nicht aufzusammeln, glaube ich. Was wächst hier? Ich sehe schon mit dem Möhren, es wird nichts mehr heute. Obwohl vielleicht der Gabelbock jetzt so schlecht, dass es abgeben noch geht. Ist er garantiert ruiniert. Ja, der ist ziemlich schlecht. Aber ziemlich schlecht ist ja gut. In diesem Fall. Boah, das mit der Möhre, das nervt mich. Gerade so ein bisschen. So, jetzt noch so ein Waschbären oder einen Hasen. Also irgendwas Kleines. Stinktier geht auch. Ja, von gestern glaube ich noch genug Ratten in der Tasche. Fangen wir dann jetzt mal mit an. Was würde denn hier wachsen? Oh, auch Johannisbeeren, okay. Ja gut, gibt's heute keine Möhren. So. Jetzt hauen wir mal. Wo sind die Ratten? 7 Stück. Ich muss ja noch ganz viele schlechte haben. 4 schlechte. Okay. Okay, then. No comment. Das heißt. 10. Thank you. 11. I suppose this will do. 12. Beggars can't be choosers. 15. Okay, this will have to do. 16. 17. 18. 19. This is good quality. 20. Oder sogar 21. Was soll's. So. Da seht ihr es. 9 Rollen Herausforderung erledigt. 025, 075. Damit sind wir durch. Hätte das mit dem Zähigkeitstonikum geklappt, wären wir schon durch, aber ihr wisst es, hätte, ne? Fahrradkette. Es ist, wie es ist. Da brauche ich hier nichts von. Was mache ich überhaupt? So. Das war's. Egal. Keine Möhren. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.